Also ich bin Gudrun Brockhaus und arbeite in München als Psychotherapeutin und beschäftige mich aber seit vielen Jahren mit der Sozialpsychologie des Nationalsozialismus und vor allem mit der Frage, warum die Menschen sich in so massenhafter Anzahl zum Nationalsozialismus hingezogen gefühlt haben. Warum zum Beispiel die Frauen? Wie kann es sein, dass meine eigene Profession, die Psychoanalyse, auch in einiger Anzahl sich zum Nationalsozialismus bekannt haben? Was war besonders attraktiv für die Jugend? Und wie ist es nach 1945 weitergegangen? Und jetzt hier auf der Konferenz geht es ja um die Vorgeschichte des Nationalsozialismus. Und dazu habe ich gerade ein Buch veröffentlicht, was sich mit der Attraktion der NS-Bewegung, also der sogenannten Kampfzeit bis 1933, beschäftigt. Ja. Sehen Sie denn da auch konkrete Verbindungslinien zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus? Konkrete Verbindungslinien zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus. Zunächst mal ist es ja ganz klar, dass die Identität der Nationalsozialisten als Kämpfer und das Selbstverständnis des Nationalsozialismus, wir kämpfen hier einen Kampf für die Wiedererneuerung Deutschlands, dass das anknüpft an Vorstellungen des Ersten Weltkriegs, dass es hier also um die Verteidigung der deutschen Kultur geht, die sonst vom Untergang bedroht ist. Also solche Metaphern verbinden das. Es verbindet auf der politischen Ebene natürlich eben auch ganz viel der imperialistische Gedanke und aber mich interessiert ja eben speziell diese Gefühlsebene, diese Erlebensebene. Und da finde ich das so besonders wichtig, dass man sich selbst so viel Bedeutung zuschreiben kann, wenn man eben diese Identität hat als jemand, der kämpft um Untergang oder Überleben. Und dass der Antisemitismus die ganze innerstaatliche Feinderklärung auch, dass das möglich geworden ist durch diese Feindkonstruktion. Also dass es eben nicht etwa ist, wir vernichten hier eine Gruppe von Menschen, sondern wir wehren uns mit unserer letzten Kraft gegen diese jüdische Übermacht und dass diese Konstruktion eben ein gutes Gewissen ermöglicht hat. Wie schätzen Sie denn dann in diesem, im Spiegel dieser Annahmen, die These der Brutalisierung der politischen Prozesse nach dem Ersten Weltkrieg, also die Ereignisse des Ersten Weltkriegs sozusagen als Antriebsmotor auch eines Abhandenkommens emphatischer Teilnahme innerhalb einer Gesellschaft ein? Also ich glaube, dass es ganz starke Verbindungslinien gibt, aber nicht, dass es sozusagen eine Kausalität gibt. Aber natürlich ist die Erfahrung dieses industriellen Vernichtungskrieges eine Erfahrung der Negierung des Subjekts gewesen. Die Erfahrung auch der Zivilbevölkerung, dem Hunger ausgesetzt zu sein, dem ausgesetzt zu sein, dass Angehörige weg sind, versterben, fallen, wie es hieß. Das ist schon eine neue Dimension der Erfahrung von Brutalität und Vernichtung gegeben hat und ja auch in der Behandlung des Feindes neue Dimensionen gegeben hat. Aber für Deutschland speziell denke ich schon, dass die Niederlage, die ja überraschend kam, obwohl sie ja nicht überraschend war, überhaupt nicht verarbeitet werden konnte. Und dass dann das Zusammenbrechen aller sozialen Ordnungen, die man gewohnt war, und an die ja die Leute in der
wilhelminischen Zeit auch sehr stark gebunden waren, die patriarchale Ordnung zum Beispiel, dass das Zusammenbrechen dieser Ordnungen die Leute sehr labilisiert hat und empfänglich gemacht hat für radikale Lösungen. Welches Erbe hat dann der Erste Weltkrieg eigentlich für die gegenwärtigen Generationen hinterlassen? Was gibt es da für erinnerungspolitische oder erinnerungskulturelle Aufgaben? Also ich glaube eben, dass man nicht sagen kann, der Erste Weltkrieg, sondern das, der hat ja ganz unterschiedlichen Deutungen unterlegen. Und es war ja jetzt auf der Tagung auch die Rede von dieser Schuldfrage, die anhand dieses Buches von Clark diskutiert wurde. Und meines Erachtens schlägt da die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus und seiner Verbrechensgeschichte, die ganz stark durch in der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, dass ja wahrhaftig jetzt die Kriegsschuldfrage sozusagen wieder ein Thema ist. Ich denke eben, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wirklich verarbeitet oder bearbeitet wurde, dass dieses Thema wir Deutsche sind verantwortlich, mitverantwortlich für die NS-Verbrechen, dass das nicht wirklich runtergesackt ist in dem Bewusstsein der Leute oder in dem Gefühl der Leute. Wie soll man damit umgehen, dass wir diese Geschichte haben? Anders kann ich mir nicht erklären, dass die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg jetzt wieder mit der Schuldfrage sich beschäftigt. Sind Sie da auch Anschlusspunkte im tagespolitischen Geschehen, warum das auf einmal auch wieder so aufbricht? Ja, dass der kriegerische Einsatz in Deutschland so ohne auf Widerstand zu stoßen jetzt möglich ist, was man ja vielleicht vor 20 Jahren wirklich für unmöglich gehalten hätte und als ein absolutes Tabu betrachtet hätte. Da wird ja die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg so erinnerungspolitisch mit verarbeitet und mitgenutzt eben auch als so eine Naturalisierung von Krieg, und wir, ganz Europa, war da ja Teil davon, und wir sind jetzt eben auch wieder Teil Europas und solcher militärischen Einsätze.